In unsere Galeriearbeit ist Max Ohligs Kunst seit langem eingebunden. Die aktuelle Ausstellung Max Ohlig, die bewegte Linie im expressiven Rhythmus, wird bis zum 27. Februar 2021 verlängert. Sie beginnt mit frühen Zeichnungen der 60er Jahre, führt über die Bildnisse zu den Plein-Air-Landschaften und über die Provence-Bilder zu den Rebstücken der Vigne. Max Ohlig steht mit seiner Kunst im Blickpunkt. Die Fertigstellung der Glasfenster in Magdeburg generiert ein starkes Interesse. Die Medien berichten und zählen Max Ohlig zu den wichtigsten Künstlern der Gegenwart. In Kunstsammlerkreisen ist Max Ohlig seit langem präsent, denn seine Kunst entspringt keiner Mode, sie ist zeitlos. Im Grunde bin ich Naturalist, äußerte sich der Künstler. Er hat seinen eigenen Stil früh gefunden. Aus seiner Sympathie für den Impressionismus überführt er den Vorgang des Sehens in die bewegte Linie als das Element, welches die Ferne der Wahrnehmung in die Nähe der Handlungen auf dem Papier oder der Leinwand einbringt und ins Sujet bindet. Schwarz-Weiß oder in Farbe zeichnen Linien im expressiven Rhythmus ihrer Überlagerung den Bildmodus und gleichzeitig die Prägnanz eines unverwechselbaren Werkes. Max Ohligs Kunstwerke hatten und werden bei uns immer eine hohe Präsenz haben. So sind in unserem Stand der Klassiker auf der nächsten Art Karlsruhe im Mai 2021 Bilder von Max Ohlig mit eingebunden. Corona hält die Kunst nicht auf. Auch im strengsten Lockdown können wir telefonieren, E-Mails schreiben, uns mit Skype und FaceTime verbinden oder mit Zoom konferieren. Es gibt immer einen Kontakt. Nutzen Sie die freie Zeit, unsere Webseite öfters zu besuchen. Aktuelles und Neues versuchen wir für Sie interessant zu halten. Und wir freuen uns auf Ihre Meinung dazu. Fragen beantworten wir sehr gerne und senden Ihnen Exposés zu den Kunstwerken zu.